Ein Unglück mit dem Handy oder dem Tablet ist schnell passiert. Jetzt gibt es Hilfe vom Profi ganz in ihrer Nähe. Schau mal hier. Bei Hannas Handy ist das Display gebrochen. Bei Martins ist die Rückseite kaputt. Celinas hat einen defekten Lautsprecher. Mikes Handy ein funktionsloses Mikro. Bei Toms ist die Ladebuchse kaputt. Tinas Handy lässt sich nicht einschalten und bei Katis ist der Akku schwach. Jetzt ist guter Rat teuer. Nicht bei uns. Wir sind Mokos. Mobilfunk, Full Service. Die Mobilfunkprofis aus Laufen. Wir reparieren selbst, in der eigenen Profi-Werkstatt. Hochwertig, schnell und zuverlässig. Unser Motto, erreichbar bleiben. Deshalb gibt es diesen Top-Service meist von einem Werktag auf den anderen. Mit Termin sogar sofort. Ohne Aufpreis. So sind alle wieder glücklich und zufrieden. Darum gleich zu Mokos. Mobilfunk Full Service. Mokos, Laufen, Bahnhofstraße 21. Jetzt vorbeikommen, anrufen oder Kontakt aufnehmen. Mokos.de. Und somit sagen wir auch nochmal an die Zuschauer daheim, herzlich willkommen in der Kolbenschmidt Arena. Herzlich willkommen zum Spiel der Eisbären Heilbronn gegen den Stuttgarter EC. Es geht weiterhin um die Playoffs. Die Eisbären in diesem Jahr mit noch keiner Niederlage 2019. Und auf die anderen Ergebnisse schauen wir jetzt einfach mal. Stuttgart gewinnt daheim 3:1 gegen Ravensburg. Heilbronn daheim 6:0 gegen Hügelsheim. Bietigheim gegen Mannheim 6:1. Auch keine große Überraschung. Bietigheim auf Platz 1 bisher. Mit einer sehr, sehr soliden Saison. Dann Freiburg gegen Zweibrücken 2:8. Auch keine große Überraschung. Freiburg gegen Heilbronn 4:0. 0:4 meine ich. Auch keine große Überraschung. Und Zweibrücken gegen Ravensburg 5:2. Ja, kann man von einer Überraschung sprechen, aber würde ich jetzt auch nicht.
So, Stuttgart heute auch wieder mit ein paar Fans hier angereist. Auch an euch herzlich willkommen. In Heilbronn, eine Trommel dabei, eine große Fahne. Gefällt uns, was sich da auch entwickelt hat, genauso wie in Eppleim. Schauen wir mal, was die dort für eine Stimmung hier verbreiten. Hoffentlich eine gute. Relativ spärlich gefüllt hier, nicht viel los. In Heilbronn, obwohl es doch um so viel geht. Sehen wir auch nochmal die Jungs. Top motiviert nach den letzten Spielen, nach den letzten Ereignissen. Jetzt, wo die Playoffs natürlich wieder zu erreichen sind, ist natürlich auch wieder eine andere Motivation da. Und wir hoffen natürlich, dass diese hier sich fortsetzt in den nächsten Wochen. Im Kampf um die Playoffs und natürlich noch um die Meisterschaft. Los geht's! Wir wünschen natürlich ein spannendes und faires Spiel. Ja, die Eisbären heute wieder im Tor mit Andrew Hare, mit dem Top-Zugang von Deggendorf. Hat ja jahrelang hier bei den, was heißt jahrelang, zumindest 2 Jahre, glaube ich, bei den Heilbronner Falken gespielt. Konnte sich da dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr durchsetzen. Ist dann zu Deggendorf gewechselt und da konnte er sich erst recht nicht durchsetzen. Hat nur einen 4-Spiele-Vertrag bekommen. In diesen 4 Spielen konnte er wahrscheinlich nicht zeigen, was in ihm steckt. Und hat sich da wahrscheinlich dann auch nicht ganz wohl gefühlt und hat dann gedacht, dann geht er lieber zurück nach Heilbronn, zu seiner Freundin, zurück in seine Heimatstadt und spielt jetzt für die Eisbären. Natürlich auch eine große Bereicherung, so ein Torwart hinten drin zu stehen. Schöner Check hier von Leontin Krebs. Ansonsten Heilbronn mit Krebs, Rupp aus auf dem Eis. Becker da für Stuttgart im Vorchecking. Die erste Aktion, oh, Andrew Hare, schön. Die erste gefährliche Aktion für Stuttgart, der erste Torschuss hier kann Stuttgart für sich verzeichnen. Aber Andrew Hare bleibt da lang unten. Jetzt abseits angezeigt, deswegen muss Haus raus und Stuttgart baut neu auf. Heilbronn mit 2 Mann zum Wechseln. Das ist Nummer 77 am Puck. Der Eisbären Heilbronn. Schreier geht da ins Dritte. Sucht sich eine Anspielstation, findet diese nicht. Somit Puck gewinnt Stuttgart. Die Heilbronner Falken führen auswärts in Bad Tölz mit 0:1. Da geht es ja auch noch um die Pre-Playoffs. Nächste Woche Freitag dann das Spiel gegen Bietigheim, aber zuerst am Sonntag geht er heim gegen Frankfurt. Das sind auch 2 harte Brocken für die Falken. Kleines Missverständnis hier bei den Eisbären. Williams und Thomas Pieper haben sich dann nicht gut verständigt und somit konnte Stuttgart hier den Puck für sich gewinnen. Gut gemacht von Stuttgart. Ja, Pieper auch einer, der mitten in der Saison nach Heilbronn kam. Musste ja am Anfang gar nicht so viele. Auf einmal stand er in Mannheim auf dem Spielplan und die Fans haben sich auch gewundert, wer er ist. Aber er ist ein sehr, sehr guter Verteidiger. So das, was man die letzten Spiele von ihm gesehen hat. Sehr solide. Hoffen wir natürlich, dass das halt auch so bleibt. Oppenländer, Pieper. Muss er jetzt allein ins Drittel, aber das macht der Stuttgarter gut, dass er ihm hier den Weg zum Puck versperrt. Eisele jetzt auf dem Eis. Aber abgefangen von Schreier. Der muss jetzt aber allein vor, da die Eisbären zum Wechseln gehen. Vogler auf dem Eis, kommt da dran. Kann ihn weiterhin für sich behaupten.
Feier, schöner Check hier des Stuttgarters. Das ist auch ein Mittel, das die Stuttgarter hier anwenden können oder müssen, wenn sie gegen Heilbronn hier gewinnen wollen. Das Körperliche muss ins Stuttgarter Spiel mit einfließen. Und spielerisch hat meiner Meinung nach die Eisbären hier die Oberhand, aber das Körperliche können natürlich die Stuttgarter den Eisbären das Spiel schwer machen und können natürlich auch gewinnen, so wie jetzt gegen Eppelheim. Jetzt aber die erste Aktion der Eisbären, schön rausgespielt, kein Tor. Aber natürlich gleich wieder zurück. Geholt den Puck, der schießt einfach mal drauf aus, aber der Torwart, der Goalie, steht dran. Jannis Ersel heute im Tor für die Stuttgarter. Bisher nicht viele Schüsse auf sein Tor bekommen. Allgemein in den ersten 5 Minuten nicht wirklich viel passiert, eine gute Möglichkeit für Stuttgart. Aber das war es dann auch schon wieder. Das Spiel trödelt gerade so vor sich hin, in den ersten 5 Minuten ist ja auch klar. Hier eine Strafe angezeigt. Die Stuttgarter trifft es hier mit der Strafzeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wer draußen sitzt, konnte ich jetzt gerade gar nicht so wirklich erkennen. Die Eisbären jetzt in ihrem ersten Powerplay-Aktionen. Vogler, Williams da auf dem Eis, Schreier, schöner Schuss, das ist die Top-Reihe der Eisbären, die Vogler da gleich aufs Eis, oder Bernhard, der jetzt ja Trainer der Eisbären ist. Sven Kreider steht an der blauen Linie und wartet hier auf den Direktschuss, aber der Pass kommt nicht nach hinten. Stimmt auch die Zeit wieder. Ja. Der Schuss geht daneben. Jetzt der nächste, aber auch der geht daneben. Mit Schreier, Sören Kreiter, Vasilos Maras und Kress auf dem Eis.
Kress jetzt hier am Puck. Sören Breite da im Vorchecking. Das fängt ihn ab und jetzt Strafzeit gegen Stuttgart. Stockschlag wird da angezeigt. Hier gegen die 74 der Stuttgarter. Patrick Eisele muss da raus. Jetzt auch wieder Diskussion mit dem Schiedsrichter. Aber wird natürlich erfolglos bleiben und somit Strafzeit gegen Stuttgart. Das ganz leere Tor für sich, aber kein Tor. Kein Tor hier von Schreier. ...12:01 hier noch zu spielen. Vogler mit dem Schuss von der blauen Linie, aber kein Tor. Der wird abgefangen. Der Stuttgarter, die da bisher immer noch einen Schläger drin haben. Schreier hält den aber im Drittel. Somit müssen die SP nicht neu aufbauen. Schöner Pass. Aber Stuttgart bringt ihn hier raus. Und somit müssen die Eisbären wieder von hinten anfangen. Andrew Herr hält hier den Puck drin. Vogler bleibt auf dem Eis, geht nicht zum Wechseln. Metz jetzt neu. Nächste Aktion hier wird abgefangen vom Stuttgarter Goalie und die nächste Strafzeit, die Nummer 71, Christopher Mauch, muss hier runter wegen Haken, wenn ich es richtig gesehen habe. Breiter. Rupp. Breiter an der blauen Linie. Aber Stuttgart mit dem Puckgewinn.
Hope holt ihn sich wieder zurück, muss jetzt aber warten, da Williams noch im Drittel war. Stuttgarter Goalie geht hier gerade runter, warum auch immer. Kann es jetzt nicht so ganz erkennen, warum er hier jetzt runter geht. Der neue Torwart kommt drauf. Das ist die Nummer. Weiß ich gar nicht, steht gar nicht drauf bei mir. Für die Nummer 29, Janis Ersel, jetzt im Tor, die Nummer 90, Andreas Rädt. Andreas Rädt hier jetzt im Tor für die Stuttgarter. Und Janis Ensel geht runter. Hoffentlich hat er sich da jetzt nicht verletzt. Ist nie gut für ein Team, seinen ersten Goalie zu verlieren. Für die Eisbären ist das jetzt aber eine sehr, sehr gute Chance, da hier Andreas Rädt nicht eingeschossen ist. Nur das auch er mitgemacht. Ja, jetzt kann mir mal ein Tor schießen. Krebs. Steinke jetzt hier allein aufs Tor. Passt zurück an die blaue Linie. Metz sieht hier keine Lücke zum Schießen. Jetzt sieht er sie, aber der Stuttgarter macht hier gut die Beine zu. Kubek hat das hier gut gemacht mit dem Schuss. Oh, auf Entrair, der war gefährlich. Er wurde da ganz frei hier auf den Goalie zugelaufen ist. Hätte man besser lösen können. Die Eisbären gleich wieder im Angriff. Krebs. Der geht vorbei. Stuttgart wieder komplett. Da ist kein Icing. Er spielt da gut mit. Ah, Abspielfehler der Eisbären. Becker, der kommt ihn hier nicht aufs Tor. Maras bringt ihn gut raus. Der war berührt, der Stuttgart ist damit kein Icing. Sören Breiter. Sven Breiter hier schnell. Sören Breiter. Ich glaube, Sörenbreiter war es. Schreier mit dem schönen Check. Das ist auch was, was man bei den Eisbären viel merkt. Das Körperliche ist zurückgekommen. Hat am Anfang der Saison ziemlich, ziemlich gefehlt. Aber ist jetzt wieder zurück. Und Andreas Rädt mit seinem ersten Einsatz. Mit der ersten Aktion. Er steht weiterhin 0:0. Jetzt Stuttgart wieder im Angriff, Becker wieder auf dem Eis. Dausig kriegt hier den Stockschlag gegen Williams. Beide kriegen hier die Strafe. Williams und Dausig von Stuttgart müssen hier runter. Patrick Dausig und Martin Williams der Eisbären. Beide 2 Minuten, haben beide gehakt. Ist Verständnis. Ist verständlich. Auf dem Länder am Bulli. So muss die Zeit hier umgestellt werden. Jetzt habe ich schon drauf gedrückt, weil ich gedacht habe, ich bin falsch mit der Zeit. Aber das waren wohl. Ach ne, doch nicht. Ich bin falsch mit der Zeit. 7:10 sind es noch. So, und jetzt stehen noch die 2 Minuten oben.
Jetzt bin ich mal gespannt, was da gepfiffen wurde von Seiten der Schiedsrichter. Stockschlag an Daucic. Und Williams habe ich jetzt gar nicht verstanden. Behinderung hier gegen Williams. Pieper wieder auf dem Eis. Schreier kriegt da den Pass nicht, aber holt ihn sich im Nachfassen. Aber ist immer allein vor dem Tor und Andreas Räthe mit der nächsten guten Aktion. Die Eisbären, oh, schöner Check von Schreier. Die Eisbären bisher mit noch keinem wirklich gefährlichen Aufbauspiel. Da ist Schreier meistens allein oder maximal mit einem weiteren vor dem Tor. Auch jetzt wieder die Stuttgart vor dem Puck zurück. Eisele wieder auf dem Eis. Schöner Schuss, aber Andrea wehrt den ab ins Fangnetz und somit der Bulli vor dem Heilbronner Tor. Auf dem Eis jetzt Rupp, Arno, Metz, Schreier und Haus. Wiedermals die Top-Reihe. Schreier jetzt mal mit dem schnellen Konter. Weiter. Passt nach innen, aber Rupp wird da ein bisschen behindert, aber kein Foul. Aber Rupp wird so gut behindert, dass er hier nicht zum Abschluss kommt. Gut gemacht vom Stuttgarter Verteidiger. Eisele. Auf Kastle. Beide Mannschaften wieder komplett. Somit wieder 5 gegen 5. Und die Eisbären jetzt mit dem Konter. Rupp. Oh. Gut mitgemacht vom Stuttgarter Goalie, aber schlecht gespielt von Schreier und von Rupp. Schöner Check. Ein Foul. Wähler kommt jetzt hier durch, wird behindert. Strafzeit gegen die Eisbären. Das war ganz klar eine Strafzeit, da brauchst du nicht beschweren. Über den Check davor kann man sich streiten, aber habe ich jetzt auch keine Strafzeit gesehen. Behinderung, wenn ich es da richtig sehe. Ja, das Bulli nochmal zurückgepfiffen. Krebs, Brändler auf dem Eis. Vogler und Kolmer. Die Eisbären bringen den Puck hier nicht raus. Wieler fängt ihn ab an der blauen Linie. Somit kann Stuttgart weiter drin bleiben im Angriffsdrittel der Eisbären und kann die Formation suchen und finden, die gebraucht wird, um hier vielleicht ein Tor zu schießen, das erste des Spiels. Keine Strafzeit auch hier, jetzt geht er raus. Kubek, Daucic auf dem Eis wieder. Schön abgefangen hier von Krebs. Der holt da Zeit von der Uhr, noch 1:20. Hier die Unterzahl für die Eisbären. Vier Minuten sechs noch zu spielen. Noch keine wirklich gefährliche Aktion der Eisbären. Eine gefährliche Aktion gleich zu Beginn für Stuttgart. Aber da war Andrew Herr auf seiner Position und hat den gehalten. Und sonst ist es hier noch ein leichtes Abtasten, so wie es jetzt für mich gerade rüberkommt. Da sehen wir Rupp noch draußen sitzen, nein, wer ist es, Williams noch draußen sitzen, 1:19. Und auch Andreas Räth wird hier den Puck zwischen seinen Beinen, nein, hat er nicht.
Da ist der Schoner aufgegangen und da wird natürlich sofort unterbrochen, wenn hier was bei der Goalie-Ausrüstung nicht stimmt. Kann auch gefährlich enden. Die Goalie ist ja hier und der Daubeschuss. Ich hätte auch nicht ganz so einen Puck im Gesicht. Somit verständlich, wenn hier auch der Schoner verrutscht, dass da abgepfiffen wird. Gibt es hier Pfiffe von den Rängen. Muss auch nicht sein, das macht er nicht mit Absicht, hätte auch keinen Grund dafür. Jetzt geht's weiter. Andreas rät. Meine Stimme ist wieder da. Die Stimme ist wieder zurück von Jürgen Schutt, unserem Stadionsprecher. Wurde letztes Spiel gut vertreten. Aber heute ist er wieder zurück in seiner Sprecherkabine und heizt hier wieder die Fans an. Da geht der Puck raus, abseits. Schreier hinterm Tor. Wird da gut gestört von Rauch. Rupp kann den Puck nicht für sich behaupten. Stuttgart macht das ganz gut bisher. Lassen die Eismann nicht ins Spiel kommen. Eisele. Schöner Pass, aber kein Tor. Jetzt kommt er nochmal vors Tor. Aber Schreier kann ihn klären. Willer geht da hinterher. Icing gepfiffen. Und in Bad Tölz hat sich auch was getan. Neuer Spielstand, 24. Spielminute, Bad Tölz, Heilbronner Falken, 1:1. 1:1 steht's in Bad Tölz. Schöner Check. Und der setzt ihn weit rüber. Der nächste gute Schuss. Abgefangen. Rupp wird hier der Puck weggenommen. Vogler. Auf Vogler, aber auch der kommt wieder nicht gut an. Damit müssen die Eisbären über Lukas Seger neu aufbauen. Maras. Aber Stuttgart fängt die Pässe immer gut ab, fängt die tiefen Puckse immer gut ab. Lassen die Eisbären, wie gesagt, nicht ins Spiel kommen und das ist das Beste, was sie machen können. Weil umso länger das bleibt, umso nervöser werden die Eisbären. Auch jetzt wieder der Puck raus und die Eisbären müssen neu aufbauen. Oppenländer trifft da den Schiedsrichter. Schreier. Maras. Ich denke, da wird es nicht mehr viel passieren in dem Drittel. So wie das Spiel bisher vor sich her plätschert, Strafe gegen die Eisbären angezeigt.
wird jetzt im nächsten Puckbesitz gepfiffen, der jetzt stattfindet. Jetzt hier die Strafzeit gegen die Eisbären. 32 Sekunden noch zu spielen. Nochmal Bulli vor dem Heilbronner Tor durch diese Strafzeit. Ja, bei den ganzen Strafzeiten kam bisher auch nichts wirklich Spannendes zustande. Und es spiegelt sich natürlich auch im Ergebnis wieder 0:0. Vorher geht er gut runter. 20 Sekunden noch. Vielleicht noch ein Angriff für die Eisbären oder noch ein Tor, ein, zwei Torschüsse für die Stuttgarter. Eins, das war's. Wir geben kurz in die Werbung und sind dann gleich wieder zurück zum zweiten Drittel. Unglück mit dem Handy oder dem Tablet ist schnell passiert. Jetzt gibt es Hilfe vom Profi ganz in ihrer Nähe. Schau mal hier. Bei Hannas Handy ist das Display gebrochen. Bei Martins ist die Rückseite kaputt. Celinas hat einen defekten Lautsprecher. Mikes Handy ein funktionsloses Mikro. Bei Toms ist die Ladebuchse kaputt. Tinas Handy lässt sich nicht einschalten und bei Katis ist der Akku schwach. Jetzt ist guter Rat teuer. Nicht bei uns. Wir sind Mokos. Mobilfunk, Full Service. Die Mobilfunkprofis aus Laufen. Wir reparieren selbst, in der eigenen Profi-Werkstatt. Hochwertig, schnell und zuverlässig. Unser Motto, erreichbar bleiben. Deshalb gibt es diesen Top-Service meist von einem Werktag auf den anderen. Mit Termin sogar sofort. Ohne Aufpreis. So sind alle wieder glücklich und zufrieden. Darum gleich zu Mokos. Mobilfunk Full Service. Mokos, Laufen, Bahnhofstraße 21. Jetzt vorbeikommen, anrufen oder Kontakt aufnehmen. Mokos.de